Okay, ich möchte mit euch heute etwas in den Blick nehmen, was mir total wichtig ist. Und ich habe gedacht, wo, wenn nicht auf dem Webmontag in Offenbach? Nämlich, warum ich der Meinung bin, dass das WWW unbedingt ein viertes W braucht. Wer von euch kennt den noch? Catweasel. Okay, Catweasel ist das. Für alle die, die Catweasel aus ihrer Kinderzeit nicht kennen, das war so einer, der irgendwie aus dem Mittelalter in die Moderne gebeamt wurde. Und das war dann für Kinder so ganz witzig, dass der immer nicht wusste, was ist ein Auto, was ist ein Telefon, und dann immer Angst bekommen hat und dachte, das ist Hexenwerk. Und heute möchte ich so ein bisschen mit euch nach den Catweasels gucken. Da ich ja auf dem Webmontag bin, wisst ihr alle, was 25 Jahre alt geworden ist? Natürlich das Internet. Dankeschön. Nein, das WWW. Das WWW ist 25 Jahre alt geworden. Ist zufällig irgendjemand 25 Jahre alt oder gar jünger? Niemand? Okay, heute eine Veranstaltung der älteren Semester. Und zum Geburtstag hat Papa Internet Tim Berners-Lee nochmal darauf aufmerksam gemacht, weniger als die Hälfte der Menschheit kann das Web nutzen. Also wir sprechen vom WWW, vom World Wide Web, und das ist mehr eine Vision als ein Ist-Zustand. Stellt euch mal vor, ihr wolltet herausfinden, wie viele Menschen gehen gerne am Samstag ins Fußballstadion. Und dann kommt ihr auf die tolle Idee, gehe ich doch mal ins Fußballstadion und dann frage ich dort mal nach. Und dann geht ihr ins Fußballstadion, macht eure Umfrage und dann veröffentlicht ihr die Ergebnisse und dann sagt ihr, 100% der Deutschen gehen samstags gerne ins Fußballstadion, und dabei habe ich auch noch herausgefunden, 80% aller Deutschen sind Männer. Man würde sofort sagen, was ist das für eine beknackte Idee, im Fußballstadion eine solche Umfrage zu machen. Aber leider ist das genauso mit den meisten Umfragen, die es zur Internetnutzung gibt. Die werden nämlich meistens im Internet gemacht. Und dadurch entsteht der Eindruck, dass wir wirklich ein WWW haben, wo alle Menschen dabei sind. Und deshalb gibt es eine Studie, die ich besonders interessant finde, weil sie eben nicht im Internet gemacht wurde. Und von der habt ihr bestimmt schon gehört. 2012 veröffentlicht und 2013 nochmal aktualisiert. Wo man eben nicht im Internet geguckt hat, wer das Internet nutzt, sondern wirklich mal richtig so in der Welt. Und da gibt es drei Gruppen. Die Digital Natives, das seid sozusagen ihr, die keine Angst haben vor dem Internet, die technikaffin sind, die ganz selbstverständlich die Internetnutzung in ihren Alltag eingebaut haben. 44% sind das derzeit in Deutschland. Dann gibt es die Gruppe der Digital Immigrants. Das sind diejenigen, eine ganz spannende Gruppe, die haben einen Internetanschluss, die haben auch eine E-Mail-Adresse, die tun auch immer so, als ob sie alles irgendwie ganz super verstehen und voll dabei sind, aber die haben große Angst, zu viel von sich preiszugeben, Online-Banking zu machen, weil sie Angst haben, dann können ihre Daten gefischt werden. Also die machen so den Anschein, als ob die voll dabei sind im WWW, aber sie sind es nicht so, wie es sein könnte. Jetzt kommt mein Catweasel, die sogenannten Digital Outsiders. Das ist so die Oma Honey, die so einen ollen LC2 hingestellt bekommt und guck mal, hier hast du jetzt einen Internetanschluss, aber in Wahrheit geht sie nie ins Internet. Und das sind immerhin stolze 37% der Deutschen. Und jetzt muss man nicht groß rechnen, man kann sofort auf einen Blick sehen. Auch in Deutschland ist eigentlich die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Menschen nicht so im Internet unterwegs, wie es sich eigentlich für ein World Wide Web gehören würde. Um jetzt nochmal diese Digital Outsiders zu verstehen, beamen wir uns nochmal in diese Zeit, die längst vergangen ist.
Einer hat entschieden, was gesendet wird und was uns zu interessieren hat, und dann hat man das brav akzeptiert. Dann kam das Internet und dann gab es ganz viele, die es ganz spannend fanden, dass sie jetzt Content mitgestalten können, aber es gibt immer noch ganz viele, die damit eben gar nichts anfangen können. Es gibt jetzt so drei Dinge, auf die ich euch so stoßen will, wo ich denke, damit könnte man die Immigrants und auch die Outsiders wirklich ins Netz holen, sodass wir wirklich ein World Wide Web haben. Das eine ist das Verwenden von Fachwörtern. Da möchte ich euch kurz was erzählen von meinem ersten Webmontag in Frankfurt. Die Rede war von Bots. Jetzt bin ich 71 geboren und Bots ist für mich, da lacht jemand, Bots ist für mich eine niederländische Band, die die Protestbewegung in den 80er Jahren begleitet hat mit dem schönen Lied Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Das ist mein erster Gedanke, wenn ich Bots höre. Ja? Und ich sag euch, wenn mein Gehirn, ja, die ja jetzt noch nicht 60 ist oder 70 ist, so funktioniert, dann überlegt euch mal, was mit Menschen ist, die vielleicht noch mal 10, 20 Jahre älter sind. Das heißt, beim Verwenden von Fachwörtern, da ist es immer ganz gut, einmal kurz zu sagen, was damit gemeint ist, damit wirklich auch die Welt versteht, worum es geht. Jetzt könnte man sagen, wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Leute könnten auch einfach fragen, was meinst du denn damit? Aber, und wenn das die einzige Erkenntnis ist, die ihr heute aus meinem Talk mitnehmt, meine Erfahrung ist, die Leute fragen nicht, weil sie wollen nicht Gesundheit. Die Leute wollen nicht dumm dastehen. Die fragen einfach nicht. Und wenn ihr dafür sensibel seid, einfach kurz zu erklären, worum geht es? Die meisten werden euch nicht fragen, wenn sie nicht verstehen, wovon ihr redet. Sie werden nicken und lächeln und ja sagen, aber sie werden nicht wirklich ins Netz geholt, weil sie nicht verstehen, worum es geht. Der Nutzen, ganz wichtig. Mein Papa wollte keinen PC anfassen, bis er begriffen hat, da gibt es Fußball im Internet. Und das hat eine Woche gedauert. Da stand der Aldi-Laptop mitten auf dem Wohnzimmertisch und er konnte mir alles erklären über Virenscanner und weiß der Geier was und wo, wie, was so im Netz passiert. Das heißt, ich denke, je besser wir den Nutzen von bestimmten Anwendungen erklären, umso eher haben Menschen Lust, sich dann wirklich auch in dieses Netz zu begeben. Ihr könntet euch auch fragen, was habt ihr für einen Nutzen davon, Menschen ins World Wide Web zu holen? Könnte euch ja egal sein, ihr seid ja dabei. Ich denke, das ist einfach was Ideelles. Erst wenn alle dabei sind, dann ist es wirklich das, was wir uns wünschen. Ein World Wide Web. Der dritte Punkt sind die Werte. Bei der Umfrage ist rausgekommen, es ist nicht entscheidend, ob jemand die Technik hat oder nicht, sondern Menschen werden durch ihre Wertvorstellung daran gehindert, das Internet zu benutzen, weil sie eben Angst haben, ihre Daten könnten missbraucht werden, gesammelt werden, weil sie nicht genau wissen, was da im Internet mit ihren Daten passiert. Und was ich so ganz interessant finde, ich glaube, bei Werten gibt es so ein bisschen ein Vorurteil von denen, die im Internet nicht so unterwegs sind, die sagen, ja, die jungen Leute kommunizieren gar nicht mehr, sitzen immer nur vor ihrem Computer, ja, merken aber nicht in Wahrheit, dass da ganz viel kommuniziert wird und dass das Internet ein Werkzeug ist, Werte gerade zu verteidigen, wenn es richtig genutzt wird, so wie ihr das ja auch macht. Und das ist etwas, das man diesen Digital Immigrants und auch den Outsiders, glaube ich, auch vielleicht manchmal besser erklären muss, dass da nicht Teufelswerk mit dem Internet gemacht wird, sondern dass es etwas, ein wunderbares Medium ist, zum Beispiel um Demokratie zu sichern. Ein Beispiel zum Thema Werte, Volkszählung 1984, die Leute sind auf die Barrikaden gegangen, sie wollten auf keinen Fall, dass erfasst wird, wer wo wohnt und ob Männlein oder Weiblein. Es ist ja im Grunde heute nicht anders. Auch heute will niemand erfasst werden und gläserner Bürger sein. Im Prinzip ist der Wert gleich geblieben. Also eigentlich
haben die Digital Natives und die Digital Immigrants und wahrscheinlich auch die Digital Outsiders die gleichen Werte und wissen es vielleicht gar nicht. Das ist auch etwas, was vielleicht kommuniziert werden muss, um das Netz wirklich zu etwas zu machen, wo alle mit dabei sind. Und nochmal zum Thema Paragraphen und Gesetze. Die Menschen, die die Gesetze jetzt machen, das sind halt die, die meistens die Digital Immigrants oder Outsiders sind. Das heißt, die verstehen gar nicht, für was sie Gesetze machen. Auch da ist es wichtig, die ins Boot zu holen. Zum Beispiel beim leidigen Thema Urheberrecht. Ich hatte mal so ein Video gemacht für meinen Papa zum Geburtstag und hatte ein Lied von ABBA verwendet. Und wir haben das bei YouTube eingestellt. Und es dauerte nicht lange, nach 10.000 Klicks, hieß es, ich habe das Urheberrecht verletzt und das Video wird abgeschaltet. So. Und ich denke, das kann nur passieren, wenn da etwas Neues nicht verstanden wurde. Ich habe kein Geld damit verdient. Im Gegenteil, ich glaube, ich habe aber noch Geld in die Kasse gespielt, weil Menschen das Lied gehört haben und gedacht haben, Mensch, ist doch eigentlich cool, das lade ich mir jetzt mal runter. Natürlich legal bei iTunes. Ja? So, also auch da ist es wichtig, die Outsider und die Immigrants mit ins Boot zu holen, um zu Gesetzen zu kommen, die zu der sich geänderten Welt passen. So, was ist denn jetzt das vierte W, von dem ich spreche zu euch? Das ist das wirkliche WWW oder auf Hessisch wirklich WWW, nämlich wirklich ein World Wide Web, wo wirklich die ganze Welt mit dabei ist. Und ihr habt es in der Hand, ihr seid diejenigen, die das Web gestaltet, ihr seid diejenigen, die aufs Gleis bringen, was in Zukunft sein wird. Ob eure 91-jährige Nachbarin Depressionen bekommt, weil sie nachts nicht schlafen kann und sich einsam fühlt, oder ob sie happy ist, weil sie nachts mit anderen 91-Jährigen chattet und sich eben ganz und gar nicht einsam fühlt. Das sind alles die Dinge, die so in eurer Hand liegen. Und deshalb mein Appell an euch, macht dem WWW ein viertes W, damit wir irgendwann mit gutem Recht sagen können, es ist ein World Wide Web. Danke für eure Zeit und für euer Ohr. Danke.